Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dungeon Grind auf Thea Varroa. Und ich habe das falsche Waffenset. Läuft. Wunderbar. Schön, wenn man nicht vorbereitet ist. So, jetzt muss man gerade mal gucken hier. Da haben wir es doch. Ja, aus dem Laden. So, Leute. Dann wollen wir mal gucken, ob er denn heute fällt. Der Great One. Was haben wir denn jetzt? Wir haben 10.40 Uhr. Eigentlich sollten doch die ersten schon hier sein. Nee, okay, dann ist das also gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass das Bedürfnisgebiet weg ist. Das läuft super. Ein guter Start in die Folge. So, dann würde ich sagen, versuchen wir es direkt ab hier. Das Resultat da ist nichts und nada. Okay. Oh, läuft. Läuft, Leute. Ich glaube, das Spiel ist gerade ein bisschen überfordert wegen der letzten Dias. Ich habe keine Ahnung. Krass. Auch hier. Nach wie vor tot, aber das war jetzt auch nicht unbedingt anders zu erwarten. Von daher würde ich sagen, gehen wir direkt mal hier rüber und checken die Lage hier nochmal. Na, geht doch. Also hier haben wir dann auf jeden Fall schon mal welche stehen. Schon mal besser als gar nichts. Nee, das ist ein weißer. Ich dachte gerade, da hätten wir vielleicht ein Albino stehen. So, hier noch einmal schnell die Lage checken. Da ist ein kleiner. Gut. Dann haben wir... Dann haben wir für heute schon mal unser erstes Ziel, Leute. Da kommt noch einer an. Wow. Okay, durchatmen und go. Den haben wir. Auf den da hinten würde ich sagen, ja, warten wir noch. Die anderen sind noch nicht so nervös, dass sie abhauen. Zumindest wenn nur langsam.
So, wollen wir mal gucken, ob wir da vernünftig drankommen an den hier. Auch der liegt wunderbar. Auch wenn wir davon jetzt keinen Erfolg hatten an den ersten beiden oder an den ersten drei Locations. Aber damit starten wir dann auch trotzdem hier wieder voll mit durch. Wunderbar, freut mich. Jetzt können wir uns die beiden da erstmal abholen. Meine Güte, Leute. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, und so komme ich mir auch gerade vor. So, da haben wir die beiden Kollegen schon mal liegen. Jetzt können wir hier noch mal gucken, ob wir hier noch einen dabei haben. Ne, das sieht nicht so aus. Dann würde ich sagen, sammeln wir die beiden mal ein. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal Silber. Und der hier droppt in Gold. Wunderbar. Geht in die richtige Richtung. Und damit switchen wir gleich hier mal rüber. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns das hier noch mal richtig an. Da sollten wir gleich eigentlich auch wieder welche stehen haben. Da haben wir schon mal einen. Oh, ja. Den nehmen wir uns dann auch mal gleich raus. Auch der liegt. Ja, das sind alles kleinere Burschen. Da vorne haben wir immer noch wieder keine stehen, okay? Den würde ich sagen, holen wir da aber noch mal rein. Gut, dann haben wir die auch schon mal so weit liegen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hin und sammeln die erstmal ein. So läuft das doch ganz gut. Ja, Leute, wie geht's euch? Soweit gesund? Alle topfit? Oder seid ihr schon am Schwächeln? Momentan hat es ja doch viele nochmal erwischt mit Grippe und Erkältung. Ich glaube, da vorne haben wir einen liegen, ne? Ja. So, und den nächsten haben wir in Silber. Oder vorne noch irgendwo was stehen. Nee, das sieht nicht so aus. Dann sammeln wir den da vorne ein. Da hinten liegt er auch schon. Da sehe ich ihn. Und ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich vom Grind aufs Herdenmanagement switche. Bin mir noch nicht ganz sicher, was das angeht. Aber so leicht am Überlegen bin ich dabei. Ich würde sagen, wir gehen hier nochmal rüber.
Nee, nach wie vor haben wir ja nichts. Wir können gegenüber liegend da hinten am Ufer nochmal gucken, ob wir da einen stehen haben. Nope. Also die Stelle. Ja, okay. Die Stelle bleibt wohl wirklich im Moment noch ein bisschen offen. Da können wir nichts machen. Bedürfnisgebiet sollte da aber auch irgendwann zeitnah auch wieder droppen. Und dann würde ich sagen, nutzen wir die Zeit schon mal sinnvoll und gehen hier rüber. Wenn wir nach hinten raus, dann noch ein bisschen mehr Luft. Ich glaube, es ist vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt. Okay, hier kommen noch. Oh, da war doch gerade was. Ja, okay. Ich könnte sagen, hier kommt da noch keiner an. Nee, ist auch so. Da vorne haben wir auch schon welche stehen und. Ah, guck mal an. Ich würde sagen. Wir knallen das diese Folge nochmal mit einem Grind durch und gehen dann mal in der nächsten Folge mal so testweise ins Herdenmanagement. Ja, auch kein Riese, aber immerhin, ne? Da haben wir schon eher einen Riesen. Was haben wir denn da? Guck mal einen an. Der sieht bedeutend besser aus. Die sind im Abgang. Die sind nervös, okay. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir uns mal zum Einsammeln auf den Weg hier so und nee. Okay. Ich wollte kurz sagen und. Da haben wir die nächsten, die ankommen, aber das hat getäuscht aus den Augenwinkeln. So, den haben wir safe in Silber.
Da haben wir schon einen. Den nehmen wir aber mal mit raus. Da haben wir die anderen beiden noch liegen, die wir gerade geschossen haben. Aber neue sind hier gerade noch nicht zugekommen, ne? Das ist auch ein Bedürfnisgebiet von Enten, aber die haben wir schon. Zeitlich liegen wir auch ganz gut dabei. Ich denke mal, so in 3, 4 Folgen sollten wir an unserer Startlocation dann wahrscheinlich auch wieder ein Bedürfnisgebiet haben. Meist ist es ja so der Zeitraum, mit dem wir dann immer rechnen können. Oh, guck mal an, da haben wir sogar ein großes Rudel stehen, aber alles nur kleine beziehungsweise Weibchen. Hier haben wir noch einen. Und da haben wir auch noch einen. Zeig dich. Der fällt, den haben wir. Da kommt er zum Liegen. Haben wir hier noch irgendeinen mit bei? Ja, die ziehen auch locker easy weg. Okay. Ja gut, dann haben wir den in die Flucht geschlagen. Aber ja komm, wie hoch war die Chance, dass genau das gerade der Great One gewesen sein soll? Ich glaube, da kann man in Ruhe einen drauf geben, dass das nicht war. So, hatte ich da jetzt noch einen liegen hier? Nee, ne? Das war da vorne irgendwo am Ufer und... Ach, da, genau. So, da haben wir noch einen schönen mit bei. Auch der fällt. Er liegt. Und da stehen noch ein paar Weibchen rum. Okay, dann würde ich sagen, sammeln wir weiter ein. Jagddruck natürlich jetzt schon wieder dement Entschuldigung, dementsprechend hoch. Von daher würde ich sagen, hören wir hier erstmal auf. Aber das halt gerade nicht vom Hochstand aus machen. So, hier
Ja, gut. Keine lebenswichtigen Organe getroffen. Wie sieht das hier aus? Jo, den haben wir eigentlich ganz gut erwischt. Ich weiß gar nicht, konnte man hier durch? Bedingt, oder? So, und hier werden wir absaufen. Bei den nach vorne will ich natürlich noch einsammeln, den lassen wir nicht liegen. Uhr fünf in-game. Wunderbar. Dann liegen wir gut in der Zeit. Und dann haben wir jetzt an der Küste noch eine In-game-Stunde. Ich denke, das zeitliche hier einmal ganz gut auf. Da haben wir ihn liegen. So. Hier muss ich gerade nochmal anklicken. Auch in Gold haben wir den Safe. Hier kam nichts mehr. Warum auch? Okay. So, damit würde ich sagen, gehen wir hier gleich rüber. Da ist wieder Toto Rosa. Hier haben wir gerade auch keinen stehen, also wahrscheinlich dann da. Jawohl. Boah, die nehmen sich beide nicht viel, ne? Erwischt, aber nicht gut genug. Nope, nicht gut genug. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir gleich rüber. Einmal nachladen und dann holen wir uns da vorne mal unsere Belohnung ab. Hier vorne haben wir wahrscheinlich auch keinen stehen, ne? Nee.
Und wo liegt er denn? Ich gewöhne mich da, glaube ich, nie dran, dass das sich doch so lange hinzieht von da hinten. Aber da liegt er schon. So, den haben wir in Silber. Ich würde sagen, wir gehen erstmal direkt hier rüber. Weil dann haben wir auf jeden Fall einen dementsprechenden Spawn auf dem anderen Uferbereich gegenüberliegend. Da ist die Chance nochmal höher, dass wir auf jeden Fall ein größeres Rudel oder ein Rudel mit einem besseren Bestand spawnen können, als wenn wir direkt da drüben dann rübergehen ins Zelt. Mal gucken, ob der Plan jetzt auch so aufgeht hier. Das heißt, beim Herdenmanagement sollte ich nächste Folge mal drauf switchen. Zum Testen werden wir natürlich dann alles nur mit mindestens Level 3 schießen. Level 3 und 4. Hier gerade, obwohl der, ja, der steht noch mal besser da. Ja, der kann hier wieder abhauen. Das ist auch nur der kleine Level 2er. Ist auch nur sowieso nur das eine Tier hier, ne? Oh. War der nicht mal Level 2? Ja, scheißegal. Wenn ich jetzt schieße, habe ich die Befürchtung, dass sie da hinten abhauen. Dann lassen wir ihn erstmal. Und da haben wir den großen Mist. Der treibt nämlich jetzt rüber. Genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Da haben wir ihn stehen. So. Nee. Das riskiere ich jetzt nicht. Nicht, wenn der Puls so weit oben ist. Na komm schon. Da haben wir ihn. Nee. Wo ist er denn jetzt? Doch, das war er gerade, ne? Genau. Ja, so natürlich wieder richtig blöd. Ich weiß nicht, wie gut ich ihn erwischt habe. Der kommt auf jeden Fall schon mal an. Ja, die Weibchen haben da eher so die Ruhe weg, ne? Bevor die verscheucht werden. Doch, doch. Da echt bessere Chancen, dass die da bleiben. Aber da haben wir auf jeden Fall schon wieder einen stehen. Der andere ist auch gefallen.
Der fällt auch. Der bleibt auch liegen. So, hier haben wir noch schon. Wunderbar. Jetzt können wir auf jeden Fall rübergehen. Der ist auch in Gold. Jetzt gehe ich aber erstmal hier rüber. Und dann gucken wir mal, ob wir hier heute wieder welche stehen haben. Ja, haben wir, aber nicht die großen. In dem Fall nehmen wir uns den Dreier da auf jeden Fall mal raus. Liegt. So, und den haben wir in Silber und damit würde ich sagen, gehen wir direkt hier wieder rüber. Mal hier vorne gucken, ob wir hier welche stehen haben könnten. Ja, 162. Da haben wir den einen noch liegen. So, wo hatten wir den jetzt? Den nehmen wir auch noch mal mit. Jetzt gehen wir so auf 300. Einmal nullen. Dann sollte der auch passen, genau. Muss man natürlich gleich noch den wiederfinden, den wir angeschossen haben, der noch ein bisschen weggelaufen ist. Ich hoffe, da finden wir gleich die Schweißspur wieder. Jetzt bin ich gerade überlegen, stand der auch hier oder stand der da vorne weiter? Ich glaube, der stand da vorne weiter, ne? Den haben wir in Silber. Hier haben wir die Fährte. Meine Hoffnung.
Hoffnung ist, dass wir nicht ganz so weit laufen müssen, weil er irgendwo schon wieder gedreht hat und schon wieder in diese Richtung hier gelaufen ist. Das ist dann natürlich immer so das Optimum. %75, okay. Ja, der ist doch tatsächlich noch ein bisschen weitergekommen, als ich das im besten Fall befürchtet hatte, oder im schlimmsten Fall. Aber gut, dann müssen wir halt ein bisschen weiterlaufen, da ist er schon. Okay. Uhr in Game. In Bronze, ja, okay. Das ist natürlich verständlich. Wobei es da natürlich überhaupt schon ein Wunder ist, dass er gefallen ist. Wenn man sich das... Oh, verdammt. Wenn man sich das dann nämlich mal online anguckt, ne, von den Jägern, gerade in Amerika, wo dann auch die enorme Menge an Fehlschüssen ist, ja, beziehungsweise die natürlich nicht so perfekt sind, liegt auch daran, weil hier brauchst du ja wirklich eine Jagdausbildung, da holst du einfach einen Jagdschein und holst dir so und so viele Tiere, wenn das passig ist. Hier haben wir natürlich weitaus höhere Auflagen damit bei. Da hast du dann natürlich öfters dann auch solche Schüsse wie der gerade eben hier. Und damit laufen die ja nun echt lange mit rum, ne? Ohne zu verrecken. Man muss ja eigentlich so sagen. Ist dann natürlich immer nicht so der schöne Part. So, den haben wir auch in Silber und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den davon auch einsammeln. So gut erwischt. Aber okay. Ja, Leute, damit sind wir schon wieder am Ende der Folge. Hat mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar, einen Abo. Ich würde mich tierisch über euren Support freuen. Würde ich mich total darüber freuen. Und ja, damit würde ich sagen, macht euch einen schönen Tag, macht euch einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das seht. Bleibt gesund und dann sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, in der nächsten Folge. Ich würde sagen, macht's gut, bis dahin und ciao.